Was, dein letzter Programm, ich freier würde so eine Tag? Kohlenbande mitfahren, ey, aber dann habe ich Meine gedacht, hey, guck einzige. mal, den einen Namen, den kennt man. Wieso? Morgen Arbeit oder was? Ja, Dann Mensch, bist das du ist wirklich gut so. der Ach nee, jetzt bin ich dran. Happy Sonntag End. auch. Oh, ups. So, was steht an? Ja, immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Lass mich erstmal reinkommen, ich erstmal gucken, was der Gegner hat. Immer mit der Ruhe. Okay, wir greifen an. Also, wir gehen mit unserer Truppe schön hier die Außenbahn entlang. Ne? Ich habe jetzt nicht ganz hinfahren, aber hatte die Fähre bei 49 zu 60 gemacht, ein Vorscout. Wenn wir uns verschoben haben am Cap vorbei, mit der 49 zu 60 zurückfahren, unseren Rücken ein bisschen offen halten, weil da gerne die Bulldogs reinfahren. Hier ist Flight Go Go. User joined your channel. Hallöchen. Guten Hallo. Morgen. Ganz schön viel los. Auf meinem TS ist nicht zufrieden. Ja, dann wissen wir, wo du falsch bezahlen. Ja. Tucker, Tucker, Ja, Tucker. aber es sind nur krank und arbeitslos. Ah, okay. Also auf der TD, wer soll euch beschießen, Dick Minimal? Und Dark Marodeur. Die Heavys sind schneller als die Scouts. Das ist schon mal komisch. So, meine Frage jetzt an die Gruppe. Wer fährt Zug und wer nicht? Wir sind gerade im Zielgerichtet. Ach so, oh, Entschuldigung. Alles gut. Ist sowieso nicht Kein Problem, die Gegner sind noch nicht wach immer. Die haben noch nicht gecheckt vom Hof. genau, wir wollen irgendwo in dem Bereich hin. Nein. Ja, ich hab schon gedacht. Die Taktik ist nicht verkehrt, wäre ich genauso gefahren. Ja, die werden mit Die Sicherheit werden ein Base-Dev machen und C7 aufpassen. stehen und warten. Genau. Ja, dann werde ich mich verabschieden und euch viel Spaß noch wünschen. Jo, danke. Alles klar, bis dann. Ja, und ihr seid ein bisschen mehr, also könnt ihr den rausnehmen. Das ist echt der Irländer, der Dark Marodeur. Du bist auch ein Scout, ne? Ich glaube, du kannst ein bisschen schneller. Ach du Scheiße. Das ist ein God of War, noch nicht alleine. Irrol! Ja, ich habe zwei Schüsse gefressen. Wir fahren hin zum God of War. Ja, bleibt cool. Du kriegst gleich Backup. Brauchst du vielleicht Rückraum absichern, Rheinmetall. Du kannst jetzt Sniper-Hügel stellen. Hier in dem Bereich irgendwo. Sniper-Hügel. Brauchst du sicher einen Rückraum für den Rheinmetall ab? Ja, ich bin da. An. Mein Fahrer ist tot. Dort müssen wir Rückraum zum Rheinmetall sichern. Ihre Rückraum für den Rheinmetall immer noch absichern. Meine Kiste ist nicht schneller. Ja, aber warum rennt man dann mit dem Bulldog da vorne ran? Ach, alles gut, ey. Lass ihn mal ruhig da, wo er ist. So. Hat nur über die Hälfte seiner AP verloren. Bullock lebt immer noch. Gut, die zwei, wir Ja, ich müssen hab das da noch Spiel ein kleines hier. Problem von hinten gehabt. Da war ein Tiger. Okay. Mit dem habe ich keinen Bock mehr zu leben. Trotzdem müsst ihr offen halten, Rheinmetall, ein Target. Ja, wir blocken die hier nur. Nur blocken, nur blocken. Nee, ich Ja, komme da nicht ran. Rheinmetall vergibt nicht so, dass man rankommt. Das ist der Target. Scouts helfen Rheinmetall da. Einer, genau, der eine kann hier an der Base mal ankappen, wenn es geht. Wenn er beschossen wird, wieder zurück. Wir halten das Spiel, Alter. Immer gut bleiben. AZ-Gruppenhaar, ihr safet mich ein bisschen. Sobald ich geschossen habe, fahre ich ein Stückchen vor. Aber ich werfe auf die D3. Das habe ich bitte gut verstanden. Was soll ich machen? Ihr beide solltet ein bisschen beschützen. Also sprich, die beiden, die wir frontal haben. Ich darf auf 4 und so unter Kontrolle halten. Ja, Ich werde ein bisschen alles klar. vorgehen, dann kann ich mich gut hinstellen. Krieg Ärger vom Tiger. Weg genug leider. Ja, zieht euch. Ihr habt einen Rheinmetall, der kann Schuss von denen.
Gehst du hoch? Nein, noch nicht. Ah, die drücken natürlich jetzt. Wir haben nur noch 2 Minuten 30, ne? Auf 40 oder was? Ja. Gott, ja, ich kann das nicht kontrollieren. Gott, guck mal hier, was da ist. Ich würde da ganz gemütlich von hinten wegkommen. Rheinmetall, hast du eine Schusschance oder? Ich, sonst hätte ich schon geschossen. Die stehen alle so gut, ey. Komm an keinen dran, ey. Ja, dann. Wechsel schon die Posi gerade. Verleg mal ein bisschen nach Raumschiff mit der E hier. War der erste. Ah, jetzt kommt die IS-3 auf mich. Geworden, letzte Nacht haben wir schon. Haltet durch. Nee, so langsam müssen wir Druck was machen. Was ist denn da unter mir? Hat er einen Hund oder was? Heimetall, komm mal vor. Wir müssen langsam Druck machen. Heavy, wir müssen langsam Druck machen. Ja, ihr müsst irgendwas machen, ey. Die Pfeil läuft uns davon. Ja. Ich muss nur mit dem Rheinmetall vorkommen. Gut, ihr seid da schön. Irgendwie weiß ich nicht. Ich war meine Weile leer. Als er hochkam. Aber auf jeden Fall drauf. Rheinmetall, Tiger 2. Ja, ich bin schon drauf, aber. Ich fahre auf Tiger 2 drauf. Ah, der hier ist Schneider 2. Okay, jo, bin dabei. Er wird guten Outlook machen. Beim KV4 habe ich keine Chance. Das sind nur noch IS-3 hier. Trotz durchzielen, das gibt's gar nicht. So, langsam muss noch passieren, wenn man 90 Sekunden. Ich versuch mal mit Gold die IS-3 ein bisschen. Das gibt's doch gar nicht. Nee, es ist vorbei. Okay, erste Runde, alles gut. Ja, also angesagt war es, dass ich raus zurückkommen denke. Das heißt, ihr solltet eigentlich gar nicht nach vorne rumtouren. Für den 54 Leid, dann auch zum Bullock zu fahren, das ist ja kontraproduktiv. Der Rheinmetall, eigentlich solltest du gar nicht vor deinem Schuss aufgehen. Kann eigentlich keiner scouten. Deswegen verstehe ich nicht, warum du so viel APs gelassen hast. Aber was bitte? Weißt du, warum du so viel APs gelassen hast? Weil die von IS-3, Tiga 2, die können dich eigentlich auf den Zelle normalerweise erst nach dem Schuss sehen. Ja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ich habe voll auf Tarnung alles geskillt hier und die haben mich trotzdem ständig gesehen. Und juhu! Geschickt hast, von da aus hatte ich gar kein Schussfeld, ich konnte gar nichts anschießen. Ich stand so gut, ey. Bin ja nichts angekommen. Deswegen muss ich meine Position ja wechseln, sonst bringt das ja nichts. Genau, wir konnten sie nicht rauslassen, aber Problem. Grüne Lampe nochmal. Nächste Runde. Halb so wild für die Uhrzeit, ey, ist das noch. Ja. Wie habe ich denn bitte 900 Damage gemacht? Keine Ahnung. Haben dann ist, dann sollte ich auch gerne machen. Alles gut. Also nur mal zur Info, der Mod 1 ist kein Scout, ne? Das ist ein Medium. Ist ja, aber da prallt viel ab, deswegen ist er gar nicht so schlimm. Zählt für mich aber, also ist ein Medium dafür, weil ich meistens die Scouts mitfahren. Weil das ist ja zu langsam. Dafür ist der wirklich zu langsam. Also 9.16 komme ich gar nicht mit. Haha. Ist von der Geschwindigkeit in wie ein 500. Hat nur kein Knickermagazin. Also ich würde ihn jetzt eher mit der IS-3 gleichsetzen. Ja, das würde ich aber auch, ey. Ja, das mit IS-3 gleich schnell.
zum Anfang mal schneller, aber den haben sie direkt wieder runtergeschraubt. Richtig, genau. Ah, das Ding ist auch ein Rotzding. Also. Geil, ich fand den auch gerne. Als Flanker finde ich ihn richtig gut. Ja. Nee, ja. Gut, Leute schnell überfordern, weil sie nicht wissen, wo sie hinschießen müssen. Das kann auf jeden Fall zu sein, aber genauso gut. Und der hat den gleichen Damage. Hat aber eine wesentlich schlechtere Panzerung. Ja. Also, das Problem ist, wenn du einmal in die Flanke drin bist, kommst du direkt wieder raus aus der Flanke. Weil du immer diesen Geschwindigkeitsvorteil hast. Und das liegt ja am 54 Flyweight. Wenn der im Tank ist in der Flanke drin, der kommt auch wieder raus. Mhm. Das ist richtig, aber es kommt halt beim 54 Light alles durch. So, 6er, 7er, die schießen halt einfach frontal durch die Wanne. Aua. Das sollen sie mal bei meinem Mod 1 versuchen. Der 6er kann es direkt vergessen und beim 7er kommt schon wirklich auf die Kanone an. Machst du Bums, bist du was? Machst du kein Bums, bist du nix. Ja, aber also, ich fahre meistens wieder auch so ein Bulldog, ein LCDB und die beiden, wenn die auf dem Mod oder ein 54 Lightweight, die werden beide von der Seite genommen. Rechts einer, rechts einer, links, fertig, geh mal durch. Ich meine, müssen wir nicht drüber reden. 2 gegen 1 ist natürlich, aber du hast eben gesehen, ich habe eben den Tiger 2 und den IS-3 aufgehalten und die sind echt häufig an mir gebounced. Weil ich auf den Turm schieße. Oh, ja. Richtig. Und dann ist eben halt, die Turmluke bei dir zu treffen, das ist eine Kunst. Hm. Das ist, glaube ich, Objekt 416. Finde ich auch richtig geil. Das ist ein toller Panzer, auf jeden Fall. Wenn du für den eine halbwegs gute Position hast, halt dauernd nur Türmchen guckt raus, dann knallt da so viel an Damage raus. Die kannst du so schön in so eine vorgelagerte Position stellen, wird gesaved von 3-4 Guns, dann kann dem nichts passieren. Und wenn sie pushen, dann müssen sie so viel APs dafür lassen. Das macht jeder Gegner ungern. Objekt? Welches Objekt? 416. Darf ich rescouten? Oder es zumindest versuchen. Ja, also im Buschstellen brauchen wir uns nicht. Nee, aktiv scouten, nicht passiv. God of War, machst du den, bitte den Scout hier, aktiv Scout rechts links? Gerne! Den 54 Light geben wir die Schienen hier ins Dorf rein und wieder zurück. Ich möchte sehen, ob hier was drüber fährt. Wir stellen uns erstmal in einen Bereitschaftsraum hier in dem Bereich auf. Also nicht ganz hinten drin, sondern hier. Die Baby hier. Der Mod ist jetzt also auch ein Heavy, oder? Ja, der Mod fährt mit dem Heavy. Genau. Alles klar. Entschuldigung. Entschuldigung, Mod, ja. Nur gegen den 64er und den Ruhe, gegen die beide habe ich kaum eine Chance. Ja, du musst ihn nur herlocken. Also 30% höchstens. Du sollst ja auch nicht kämpfen, du sollst scouten. Genau. Ja. Bitte zu. Von wo kommen die Schüsse? Von Ruh habe ich gerade eine gefressen. Von der Ruh? Ja. Von der Ruh. Die anderen haben mich auch gern. 34er fährt 7er Linie anscheinend. Oder auch nicht. Wir haben gesehen, kannst du da Richter. Ja, wir sind im Hintergrund. Hey, wir kennen unsere Position. Bin zu langsam. Okay, Arzt, komm mit, wir verlagern rüber. Richtung God of War, treffen wir den Push, ich werde über die Mittel. Was mit mir mit? Der Ewald bleibt erstmal auf der Außenlinie hier. Natürlich ein bisschen breiter, noch ein Mittag so gut. Bin offen. So, wenn da außen kommt, ja. Du sollst ja nur dein Kürbis rüberkommen. Du musst deinen Panzer nicht rüber, sondern Sichtverbindung da. Das ist oben so. Ja, aber ich bin viel zu langsam. Mit dem. Ja, wir wollen. Aber das ist das Witz. Alles gut. Alles gut, wir sind bei dir. Okay. Ja, 34, den hab ich gesehen.
Okay, die Außenbahn muss vorziehen. Kämpft gegen die. Rheinmetall, kannst du das jetzt noch Außenbahn? Es sind drei Stück, lasst euch zurückfallen. Ja, hast du vier. Da bin ich einfach mal weggerollt worden. Gott verdammtes polnisches Cheater-Gesindel. Scheiße, und beide haben es auch vorbeigekriegt. Das ist schlecht. Hat sie. Hey, Decke, du wolltest nur. Ja, okay. Na, hast du. Naja, oder nicht? Ja, jetzt bleibt er, jetzt ist einmal da. Die 34. Das macht immer Scout, oder? 54er. Wo ist der 54er drin? Schon länger. Du musst den 34er ausnehmen. Ja, aber wenn der Ruder zukommt, geht das nicht. Ja, dann machst du erst den Rubik und dann den 34er. Mit Full HP, ne? Der hat den Ruh schon auf 200 runtergearbeitet, das passt schon so. Na, Pölle. So, jetzt muss ich mal was fragen. Ja. Auf der 1er und 2er Linie, die IS-3, das ist ein Heavy Tank ohne Sichtweite. Ich habe sie nicht gesehen mit meinem Medium, obwohl ich im Büsch stand und er über die freie Fläche kam. Warum ist der keine 30 Meter von mir erst aufgegangen? Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen, jetzt mal ganz ehrlich. Natürlich. Weil der wahrscheinlich durch die Büsche gefahren ist. Nein, er war auf freier Fläche. Ich stand im Gebüsch. Mich hat er gesehen und ich ihn nicht. Okay. Nein, mein Panzer ist auf dem dritten Park. Ja, die hat der 59-16 aufgemacht. Du konntest ihn nicht sehen, weil da dich noch zwei andere Büsche stehen. Ich hab die Lampe drauf, ich bin nicht offen. Und er kam, wie gesagt, über die offene Fläche. Dann kann er dich auch nicht gesehen haben. Nee. Wer macht hier eigentlich den Kommandanten? Deutschländer. Wie bitte? Deutschländer. Deutschländer macht den Kommandanten. Warum hast du deine Leute so offensiv reingeschickt? Warum ich meine Leute so offensiv auseinandergezogen habe? Ja, also ich hätte das so gespielt, dass ich die so weit versteckt hätte, die Leute, dass die kommen müssen. Weil wenn sie auf den Cap gefahren wären, hätten sie offen gestanden und sie nicht versteckt. Also ich hätte ihn nicht so weit auseinandergezogen. Ich meine, war mal interessant. Ja, aber die haben zwei fette Scouts. Das ist sinnlos. Du hättest also hinten den Depp gemacht aus der Position, wo du ja klar, die müssen ja einnehmen. Also musst du sie kommen lassen. Und wenn sie sich verstecken, dann kannst du die ja nicht so abschießen, weißt du. Und wenn du dann eine Feuerlinie bildest hinten irgendwo, wo sie dich erst spät sehen, dann hättest du die alle wegballern können. Also ich hätte den Fokus auf die Scouts gelegt, dass die schnell kein Licht haben. Und dann hätte ich geguckt, dass ich die Kollegen alle irgendwie so ein bisschen zusammenlasse, dass sie sich gegenseitig schützen können. Die waren zu weit auseinandergezogen, deswegen haben wir sie alle einzeln überrannt. Keiner unserer Scouts konnte irgendeinen derer Scouts treffen. Keiner unserer Heavys. Ja, das ist ja das, was ich gerade direkt am Anfang gesagt hatte. Die Scouts, die müssen ja die anderen Scouts nicht bearbeiten. Die müssen die nur so lange ranlocken, bis wir schießen können. Genau. Ein erfahrener Scout-Fahrer wird niemals sauber fahren, solange er nicht aufgeklärt ist. Die sind vom Anfang falsch gefahren mit ihren Scouts. Wenn ich ein Gegner-Team gewesen wäre, ich hätte einen Aggressive-Scout gehabt und einen Bahnlinien-Scout. Deswegen schicke ich nur einen Scout über die Bahnlinie. Weil ich wissen will, was am Dorf passiert. Also wäre der 54-Leit wahrscheinlich auf die Rubik-Docks getroffen. Den anderen hätte ich ein bisschen aggressive den First Scout ranfahren lassen. Es gibt links so eine kleine Senke, so eine vorgelagerte Senke. Da siehst du den Move
ob die hinten in den Wald reinfahren. Wenn sie das tun, freue ich mich wie Bolle. Weil dann übernehme ich die Bahnlinie, schieße den Rheinmetall raus, stehe hinten an der Bahnlinie, stehe in der Mitte und ein vorgelagerter Panzer am vorderen Stein zum Wald hin. Meine Scouts schicke ich vorne in die Senke rein, kann auf dich wirken, du kannst nicht mehr aufmachen. Thema ist durch. Du hast keine Chance, das Spiel mehr zu gewinnen. Aus dieser Position hinten drin, diese Death-Position, kenne ich viele Teams, die damit 2 oder 3 TDs drin stehen. Ich freue mich wie Bolle. Ich habe die IS-Reihen rübergezogen, um den Scout zu beschützen, weil der T-34er war schon, der war noch nicht bekannt. Ja. Also ich wäre das Ganze so angegangen, ich hätte die alle Richtung Bahnschienen, da wo ich jetzt mit dem Borsi stand, ja. Da hätte ich die ganzen Heavys abgestellt, aber auf der linken Seite von der Bahnschienen, ne, dass die eher auf Cap 2 fahren können. Und die Scouts, da hätte ich einen hinten gelassen auf der rechten Seite, dass der die Heavys aufmacht, die da jetzt natürlich rübergekommen sind, die er nicht gesehen hat. Ja. Und den T-54, den hätte ich oben Richtung Berg geschickt und wo wir halt gesehen haben, dass die nicht da waren, dann hätte ich schon die Schere gemacht, weißt du, da hätte ich schon die Hälfte der Heavys entlang der Bahnschienen hochgeschickt und die andere Hälfte hätte ich dann so gestellt, dass die halt die 1 im Blick haben. Ja, also wie gesagt, kann man... Sind wir soweit? Ja. Ja. Also ich bin erstmal raus, will erstmal mit holen. Habt ihr gesehen, ne? Ja, da muss jetzt dieser Holger Kamera hier. Alternativ möchte dieser Inassa mitspielen. Okay. So wie es aussieht. Also ich bin raus, wir sehen uns vielleicht heute Abend, ne? Alles klar. Bis dann, tschüss Jungs. Jo. Wie gesagt, war ganz interessant mal zu sehen, wie die anderen das machen, ey, weil die... Bei den Kommandanten ist das, das ganz angenehm. Ja. Fehler im Bild. Ja, da sind der SCOM. Oh, das ist der Fehler im Bild. War nee, gar nicht wahr. Wir waren ja noch auf den, der noch nicht getestet. Genau. Hallo, Jan. Hallo. Bitte mal. So, du bist der Holger? Nee. Nee, das ist der Insassa. Insassal. Tausch die mal, schmeiß den Holger wieder raus. Ach so, ja. Wenn nicht, das geht ja. Nee, die Leute, die im TS sind, sollen da jetzt mitmachen. Fertig. Passt schon. Ach, so. Sinn. Ja. 7 Leute. Das ist ja ein Überflieger, ey. Das geht noch. Es kommt nicht auf die Wertung drauf an, es kommt auf das Teamplay drauf an. Hallo, Melander. Zu einer Wertung, da kann man schon ein bisschen was. Olga, jetzt machst du weiter, zweiter. Einsam, also, fahren und die Loops wegballern hat. Ja, ein bisschen Ruhe bitte. Mein Gott. Was wird dann haben? Genau. Das war auch ein Bock. I would like to have an ES3 Big Minimal. Können wir den Rheinmetall mal raustauschen? Dann fahr ich lieber woanders mit. Ja, dann schönen Abend noch, schönen Tag noch, viel Spaß. Tschüss. Alles klar, danke. Holger, tschüss. Drin, danke schön. User disconnected from your channel. Wow. Holger? Willst du statt dem Mod 1 lieber auch ein ES3? Holger ist auch raus. Ich schreibe die TS oben rein. Jo? In den Info-Channel. Ja, das kannst du nicht rauskopieren, das dauert dann immer zu lang. Bonk hat den TS auch. Total. Also an sich, Teamplay kann ich normalerweise auch. Also. Ja, Benni, alles gut. Ich war vorher bei Krawall drin, nur ich hab vielleicht lieber ESL und das ist halt ein reiner CW-Clan. Ja, das weiß ich. Wenn du also Irelander, nimm mal bitte, hast du Navy? Ich hab alles. Natürlich habe ich ein Navy. Nimm 50, 100. Dann lass mal in Nassas Scout fahren. God of War kannst du auch mal was anderes nehmen. Dann nehmen wir jetzt mal 2. Mach mal du. Ich gehe davon aus, du kannst Scout fahren, ne? Normalerweise schon, ja. Komm, wir machen du. Sollen wir 2-7er machen oder 8-6? Nee,
Lass den Insasser auch um 50-100 nehmen. Nee, 1-100. 2-50-100. Kann man machen. Das ist nein. Marodeur, bleib mal bitte. Wir stellen noch mal in einem 5-50 ab. Im richtigen Moment eine Kugel fressen, dafür 6 Austern. Also, was hast denn du dagegen? Ja, God of War, kannst ruhig beim 15er bleiben. Ein, aber Kong hat eine I3. Auf den richtigen, Dings ist das bestimmt geil, 250-100, aber... Hallo? Okay, Kong hat eine I3. 110er. Ja, I3. Super. Machen wir mal eine Standardaufstellung. So, das ist mit dem an. Ich sagte, ich fahre nur mit den Heavys mit, gell? Ich bin nur das Zusatzgeschoss, also mich darf es nicht allein irgendwo hinschicken. Vor allem bei Bulldogs. Alles gut, alles gut. Ja, dann mach ich. Wenn eine Single hier frei ist, dann nimmst du die, dann kannst du die auch Single rausnehmen. Bedingt. Nee, super. Wenn eine Single frei ist, dann kannst du raus. Ich hab lang nicht mehr gespielt, von mir darfst du wirklich nicht viel erwarten. Lange Rede, kurzer Sinn. Inata, mach mal hier den Scout run, ich mach hier den Scout run. Heavies, ihr bewegt euch erstmal hier unten hin, an diese, also hier runterfahren, hier hin. Und wir wollen dann diese letzte Rampe, wenn hochfahren, wenn wir nicht noch umstellen müssen. Echt nervig mit dem Tiefen, tut sich leid. Der rutscht jetzt noch mehr als vorher. Bitte? Die neuen Physics mit dem Tiefen, tut sich leid, sind total leid. Nervig. So geil, der rutscht jetzt noch mehr als vorher. Und das war ja leid. Halt ein Slider-Panzer. Okay, hier ist nichts erkannt, dann ist schon mal gut. Also diese Standaufstellung mit Cap 2. Ihr ist rein, ihr könnt da hochrummeln. Ich fahr euch noch ein bisschen gucken hier. Cappen oder kämpfen? Kämpfen. Cappen macht, wenn dann Scout. Wenn dann Scout. Aber ich gehe mal davon aus, dass die. Ja, alles gut. Wir haben Infos. Okay, wie ihr wisst, ihr habt drei da, seid aggressiv, pusht die raus. Ihr seid stärker, die haben zwei verlagert mit Sicherheit. Oh, mehr als sogar. Perfekt. Da hat Pokémon einen Heavy gemacht oben. Wenn die Heavys da reinpushen und der 500 einen Single rausnimmst, dann wird gar kein Thema. 100. Du könntest zum Beispiel hier flankieren und den letzten ganz alleine rausnehmen. Wenn die IS-3 mal Druck machen würden. Jungs, ich muss nachladen. Und der Tag kommt da hinweg. Wie wollte ich jetzt? Ich kann ja direkt Sport geben. Ach du Scheiße. Alter, wie schnell fährt der rückwärts? Das ist ja wohl nicht wahr, oder? Mit der 19 km/h rückwärts? Was los, da sind die noch raus. Das ist ja wohl nicht wahr. Oder? Nee, keine Chance.
Das Spiel ist viel zu langsam, ey. Das haben sie wirklich so hart niedergepatcht. Muss ich voll noch dran gewöhnen. War doch, boah, 10 Schüsse in den 1500, nur 4 durchgebracht. Die meisten habe ich auf den KV4 gesetzt. Das ist, ja, das ist unterirdisch. Wenn du 10 Schüsse hast, müssen Minimum. Ich weiß, aber ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Was glaubst du, wie lange ich kein WoD mehr gespielt habe? Das Problem war aber auch der Heavy Support. Heavies, ihr habt da eine ganz kurze Zeit. Deswegen habe ich gesagt, push hart drauf. Ihr habt drei Guns vor euch gehabt. Wenn jeder ganz aktiv. Das ist falsch, was du da sagst. Tronk und ich wurden von der linken Seite, von den Scouts, so unter Feuer genommen und mussten uns gegen den KV-4 und den IS-3 vor uns werfen. Das ist gerade falsch, was du sagst. Ja, und der IS. Wenn ihr richtig komplett gepusht werdet auf die, wärt ihr unten in der Kuhle gewesen, dann hätten die von links nicht mehr wirken können, von der Brücke. Die stand ja oben auf der Brücke und da kannst du immer noch in diese Dinge reinfährst. Wenn du unten reinfährst, also, die drauf, kann die nicht rücken. Also, was in der Situation passiert ist? Ja, ihr wurde gefragt. Bis die Bulldogs da waren aber auch schon 20 Sekunden vergangen. In 20 Sekunden könnt ihr mit 1500 beide gelöscht haben. Beide. Den Damage, den er von hinten kriegt. 800. Das sind dann maximal 1000, maximal ein Panzer von uns down. Zwei von denen. Maximal, wenn ich hier Feuer. Wenn der 1500 rausfährt, ihr liegt über die drüber pusht, ihr pusht auf die drauf, bam bam, leer, Gasse frei machen, 1500, entlädt sein Magazin. Dann ist der erst innerhalb von Sekunden raus. Sekunden. Ihr habt nur ein kleines Zeitfenster. Ich kann euch dann, deswegen bin ich mit dem Cromwell vorgefahren, hab den Damage gefangen, um genau zu sehen, wie viel da stehen. Damit ihr die Info habt, wie hart gepusht wird. Den Damage hätte ich nicht fangen müssen in dem Moment. Aber wir wussten in dem Moment, ey, da stehen nur zwei Panzer, hintergelagert werden noch welche stehen und da. So, und die haben sogar, das heißt, ihr habt eine Gun übermacht. Die müsst ihr nutzen, das sind Sekunden. Dann kann God of War hochfahren, kann ganz ruhig sein Magazin leer machen, denkt sich ein, zwei Schüsse, shit egal. Danach lädt danach. Wir ziehen mit den Heavys und 1500 schon in Richtung der hintergelagerten Panzer. Bulldog und die beiden Bulldogs können wir ohne Probleme unter Kontrolle halten. Das ist das Problem. Wenn ich auf dem Brücke dafür sterben gehe, dann sind sie blockiert, der 54er kann sie von der Seite rausnehmen. Alles kein Problem. Aber wenn ihr da stehen bleibt, dann kriegt ihr Feuer von zwei Seiten. Plus die hintergelagerten Bulldogs. Dann verlieren wir so schnell die HP, das geht gar nicht. In der Situation nicht so defensiv spielen. Ihr seid ein Angriffsteam, ihr habt eine Übermacht und dann müsst ihr auch reingehen. Wenn ihr weniger Guns habt, dann müsst ihr defensiv spielen. Wenn ihr gleich stark seid, dann bringt es oftmals was, HPs zu knabbern und dann zu pushen oder wenn die einen Push machen, gegen Push zu spielen. Dann bringt er deren Aufstellung durcheinander. Oh, mein ja. PvP, Nachbar, wir machen die Außenbahn hier klar, Heavies. Ihr könnt hier oben erstmal langfahren, dann gucken, ob ihr runterfahren, auf der anderen Seite wieder hoch. Oder ob ihr vor Skep fahrt oder aber hinten durchfahrt. Jede Option halten wir uns offen. Fahrt bitte nicht auf der 500 nicht hier irgendwo oben lang. Der soll uns verstaut oder beschießen. Nachbar, wir bleiben am Ziel.
Deren Strauß sollten wir hinkriegen. Und gucken wir uns hier. Also wichtig ist, dass du die Heavys Meter machen. Über die Geschwindigkeit. Ach du Scheiße, ich bin offen. Ja, ist okay. Wir wissen, wo wir sind. Alles gut. Wir wissen auch, was wir tun. Auch gut. Wo das steht? Wohin genau? Ach du Scheiße. Okay, hier steht nichts drin. Du dürft nicht zu weit hochfahren, sonst kriegt ihr von denen. Alles gut. Alles gut. Wir können Richtung Cap ziehen, mit dem Scout. Da mach ich alleine. Warum ist Cap weiter raus? Steht schon eine Perli, wunderbar. Atze, schlechte Funktion. Hier ist 3+ mein Cap, könnte noch ein Feuer gebrauchen. Zwei Schuss habe ich noch. Danach muss ich nachladen. Okay, ich bin im Reload. Genau, der Rund fliegt ein bisschen. Nerv, wir müssen in die Rückseite und das müssen wir auch mit dem ATTB. Ja, ist klar, super. Ich gucke, dass die Rückseite ein bisschen frei hat, wenn man 1500 wieder nachladen kann. 1500 kannst du, glaube ich, schon mal ein bisschen hoch vertrieben. Richtung des Lightways. Ach du Scheiße. Ah, Mann. HP war gut. Komm, der One-Shot muss hier oben raus. Nice, Mann. Baba. Wie viel Mumpel noch, 4. Ja. Okay. Ja, ich hab 2 Schuss für den gebraucht. Warte kurz. 3 Schuss habe ich noch. Ich versuch den IS-3 da jetzt zu machen im Cap. Versuch den nur offen zu halten. Ah ne, warte. Jawohl. Bulldog raus. Nur noch 2 Stück. Okay, Lightweight, du musst langsam zu mir kommen, wir müssen langsam die PvP angehen. Warte mal. Zeit davon. Ich habe nur noch 2 Mumpeln. Aber da komme ich ran. Ein Schuss noch. Geh Reload 50. Soll ich reloaden? Warte, ein Schuss habe ich noch. Ein Schuss hilft dann in dem Moment im Alten. Ach du Scheiße, die hat geschossen, komm. Irgendwas. Ah, okay. Scheiß drauf.
Bruder, TVP kommt zu mir, wunderbar. Das ist ein Achter, lol. Ja, ja, weg. Jetzt gehen wir noch die 2 an, also bleib ruhig, bleib ruhig, bleib ruhig. Ja, ja, ich bleibe ganz ruhig. Ich bin tief entspannt. Alles gut. Post mit meinem, bleib du hier. Genau. Okay, hat sie hoch. Vorsichtig. Guck zu mir. 15 Sekunden noch. Guckt immer noch zu mir. Jawohl. Nice. Nice. Wunderbar. Genau, als der Ober mal eben. Bin ich da falsch gefahren, weil du was gesagt hast? Du hast den Saffi-Sünder runterfahren. Ja, genau. In der Situation, wenn du schon an der Kante bist, du fährst da runter, dann können sie sich relativ einfach fokussen. Deswegen ist die Position dann nicht mehr drauf. Die Position ist dann gut, wenn du zuerst da unten bist. Also sprich, wenn sie nicht an der Kante sind, wenn sie hinten am Cap sind, die haben zu viel über Move erkannt, dann darfst du nicht unten in die Senke fahren, weil dann könntest du von oben runterkippen, können nur auf dich fokussen und keiner kann dir helfen. Das hat unser Gegner leider zum Glück ziemlich dumm gemacht. Wenn die einfach da runtergekippt werden, hätten die rausgenommen, wäre es wesentlich schwerer für uns geworden. Ich kann mal schon wundern, warum ich da als Letzter stehe. Also, Inassa, hervorragender Damage, schönes Spiel. Darf Marauder wechseln auf Tiger 2 oder Mod 1? Ja, dann machen wir Tiger 2 aber Sprit drauf. Sprit oder? Sprit oder Bremse? Guck mal, Tappe. Dass der ein bisschen schneller wird. Du meinst dieses 100 Oktan oder Benzin? Ja, genau. Also 50 Oktan reichen. 100 Oktan ist ja Gold. Ne, 105 ist Gold. 100 ja. Ist normal. Plus 5% Motorleistung. Du 100 Oktan drauf. Damit du ein bisschen mehr Bewegungstemperatur bist, dann ist der stärker. Weil der wird teilweise mit in den Push müssen. Wenn wir dann einen Push über 200 Meter machen müssen, dann ist ja Tiger 2 auch mal 50 Meter eben schnell dahinter, ne? Mit den 100 Oktan ist genauso schnell wie die 2. Was hast du denn da für Auswirkungen? Bitte? Beim Tiger 2 der Fahrer liegt kaputt. Heißt. Connected. Ja, ich würde gerne Netzwerk abfahren, aber es setzt so viel Spielverständnis vom Tipo aus, wenn man noch wirklich effektiv fahren will. Ja, ich suche halt immer noch einen Heavy, der beweglicher ist als eine IS-3. Ich mag dieses IS-3-Gefahrer einfach nicht. Ich versuche mir gerade 110er zu spielen. Der scheint ja da ein bisschen besser zu sein. Also der ist... Ja. Der ist aber schlechter. Echt? Weil er ist besser schlechter. Kein Panzer ist gut oder schlecht. Der ist ein bisschen bounciger. Von der Geschwindigkeit ist eigentlich das gleiche Grün. Der hat glaube ich ein bisschen mehr Anzug, ein bisschen mehr. Aber das ist vernachlässigen. Die Gun ist etwas schlechter. Ah, weiß nicht. Macht für mich nicht einen riesen Unterschied, aber. Wenn man die IS-3 ist auch nicht der allerbeste Panzer. Die kann nur von allem. Die ist durchschnittlich in allem gut. Naja, Du oben, ich unten.
Hier ist rein. Erstmal hier 1500, bisschen hochgeschoben. Tiger 2 etwas hintergelagert, auch im Dorf, bisschen hochgeschoben. Kannst du probieren, mit dem Ruhr auf den Hit zu kommen, oder soll ich wirklich unten bleiben? Musst du gucken. Wenn der T37 hoch will, dann nimmst du ihn oben raus. Wenn der T37 gut unten bleibt, brauchst du auch nicht hoch, weil rein taktisch als Verteidiger bringt uns der Hilding. Das ist die Anlage einfach viel interessanter für uns. Die Antwort war gestern auch auf die Frage. Ja, wenn sie halt hier kommen, kann ich sie von hier oben beschießen und gleich aufgehen. Wenn sie hier kommen, kann ich sie von oben beschießen. Ja, aber wir haben keinen zweiten Super Scouter. Der Bombwell ist ja nicht schlecht. Brauchst du halt auf der Map eigentlich gar nicht. Weil ich kann von mir halt oben alles abdecken und unten, naja, dann wenn sie die andere Cap cappen, ist es halt so, dann komme ich halt runter und spotte hier. Ja, dann kannst du auch machen. Also lass dir da ein bisschen freie Hand, als Scout. Weil ich davon ausgehe, dass du die Situation gut bewerten kannst. Okay, also drei Panzer erkannt. Komm, jetzt zieht sich zurück. Ja, die fahren hoch, Jungs. Die fahren hoch. Die ist rein hier oben an dem Berg nicht so defensiv stehen. Die schießen euch da so raus. Wir ziehen ein bisschen hoch Richtung Cap 2 dann. Mit der ganzen Truppe. Auch gerade noch Roar, nicht da hinten drin stehen. Das ist eine YOLO-Position. Von da triffst du nichts. Das spielen Anfänger-Teams. Also soll ich zu den nächsten reinkommen? Ja genau, ein bisschen hoch. Alles klar. Wir einfach hoch Richtung Cap 2. Die müssen da eh hin. Also ziehen wir unsere ganzen in dem Bereich zusammen. Wenn sie vielleicht noch einen Teil ihrer Truppe hinten rum schicken, dann nehmen wir die ganz einfach raus. Die haben eine Okay. Wenn sie sich ausbitten und auf beide Caps gehen, ja wunderbar für uns. Da sind wir schnell genug. Die gab ich fast raus. Sehr schön. Da kannst du dich auch fast zurückhalten. Wir haben Damage-Vorteil erreicht, alles gut. Wie viel hast du noch an APs? Ja. Ah, super. Super. Das ist natürlich total nice, was du da machst. Also langsam musst du tun, dass du mit der Ruhe langsam wegkommst. Ich stehe hier safe vor den US-3ern, also mich kann ich nicht beschießen. Aber die werden einen Teil der Truppe auch noch hier irgendwo haben. Ich bin schon unterwegs. Das Problem ist, wenn ich wegfahre, dann kriege ich auf jeden Fall. Hier ist mein Ziel, den Gras raus. Naja, schießt man zu. Den Tiger vielleicht noch raus? Na, warte ich dran. Und da komme ich nicht drauf. Brauche noch ein bisschen. Heavy, Sie können jetzt so langsam mal mit einsteigen, wir haben HP-Vorteil. Heimetall aim zu dir. Mein Gott, ey, ich habe schon wieder einen letzten kleinen Tick vorgeschossen, ey. Unbedingt mich raus haben. Die rücken jetzt ihre erst rein, so dass ich kaum noch Platz habe. Drei Meter hat geschossen, hier ist rein. Drei Meter hat geschossen. Azza hat geschossen. Sauber. I'm on the chase for the tiger. Nice one. Hier willst du sie drinstehen haben, die. Können wir zuletzt angreifen. Guck erstmal, wie die No-HPs rausgeknabbert. Hast du da? Hat die aber selbst die HPs gekostet, der Tiger, ne? Nein, ich hab ein Tier und drei Metallbrüste. Ja. Hast aber drei Viertel an HPs verloren. Mein erster Damage, hurra! Wenn ihr erst die Seite klärt, verliert ihr weniger HPs. Kehrt die Seite jetzt, Atze macht es bereit. Bring nur ein bisschen Ablenkung für die beiden Atze. Nur ein bisschen Tüpfen zeigen, wieder zurück. Nur ein bisschen Ablenkung, wieder zurück, nicht schießen.
Bonk, warum fährst du alleine mit der IS-3 gegen 2? Soll ich nicht vom Spielverständnis. Zieh dich höher. Zurück. Ich bin auf dem Weg. Genau. Also Bonk, das Zeug liegt vom Spielverständnis. Jetzt zurück, Bonk. Rückwärts machen. Danke. Okay. Gewonnen. Ja, Atze. Hat Atze gemacht. Aber wenn man auf den Minimap sieht, sieht man, dass der Tiger One-Shot für alle ist. Dass ein Scout hinter Tiger steht. Ein Scout auf der anderen Seite steht. Das heißt, wir beide haben den unter Kontrolle. Naja, der liebe Scout hat gesagt, ihr habt diejenigen jetzt auf ihn. Ich wollte ihn endlich schützen. Dass ich da übergegangen bin. Oder ihr macht jetzt die letzte Runde. Die haben halt die IS-3 so gezogen, dass ich kaum noch Spielraum hatte an dem Stein, wo ich stand. Genau. Eine IS-3 war so, dass sie mich in den Arsch schießen kann, wenn ich zu weit zurückfahre, und die anderen, wenn ich zu weit nach vorne fahre, dass sie mich abschießen können. Genau, und da hat er genau das Richtige gemacht, er ist einfach stehen geblieben. Er hat sich so hingestellt und angeschossen werden kann, und dann hat gar nicht mehr versucht, den Schuss zu setzen, sondern hat mich ein bisschen arbeiten lassen. Nimmst du Achte? Sechser. Nimmst du Achter? Oder willst du Sechser fahren? Ist mir fast lieber, weil ich dann weiß, dass es dort nicht vernünftig abgedeckt werden. Soll ich einen 1390 nehmen? Nee, bleib mal bitte. Du warst, du lässt mich gerne auf dem Zimmer bleiben. Okay. Kann er ruhig mal ein, zwei Runden 1390 spielen, wenn er möchte. Ja, das ist nicht böse gemeint, aber Scout spielen ist, heißt am meisten Verantwortung übernehmen. Ja, stimmt, ey. Ach, da schüttet man sich irgendwann locker aus dem Ärmel. Ja, ich meine, Nasser, man sieht schon, dass du ESL spielst. Du bringst auch noch richtig Damage auf die Dinge raus. 5 Sekunden auf einem Ruhe ist ja auch ein bisschen OP. Leicht. Okay, 50-100 Ruhe, hier, guck mal hier im Wald, was so los ist. Der Rest wird probiert hier Richtung Stadt und zur Stadt vorrücken. Wir hatten die Option, auch auf beide Caps zu gehen. Cromwell macht den Spot auf Cap 1, dass wir genau wissen, was da steht. Soll eigentlich ganz gut kommen. Ich gehe davon aus, auf die Ruhe und den 50-100, deren Kind sich die Lightweight zukommen hier. Dann sollte hier ein Vorteil sein. Leicht. Er ist ungefähr bis wir so dieser Straße vorrücken und dann erstmal warten, bis wir Erkenntnis haben, was der Gegner tut. Und Tiger 2 hat gerade 150er Pick. Das ist nett. Oder warum bewegt er sich nicht? Wahrscheinlich hat er keinen sechsten Sinn dann, wenn er sich bewegt. Okay, wir wissen, dass ein Teil von denen auf dem Berg steht. Heavys, jetzt wieder ein bisschen hoch. 50-100, weiter Cap 2 schieben. Pass auf. Mit dem Scout zusammen die Situation da unten klären. Zweiter Scout kommt für Cap-Angriff. Heavys möchte, dass sie dann quasi den Pfeil hier reinschießt. Die werden dann vorkommen müssen, um den Cap zu verteidigen. Sind so schnell. God of War nachladen. Du machst dann quasi so einen Move statt. Nimmst Heavy. Heavy schon mal ein bisschen vorschieben. Aber noch nicht durch. Ne? Also nur ein Ticken, arbeitet langsam und vor. 50-100. Du musst bereit sein, die Heavy zu unterstützen. Ja, ich bin auf dem Weg zum Roh. Iso offen. Sehr schön.
erstmal rausnehmen. Ich habe an, um Druck aufzubauen. Kriegt er das Korb raus? Zurück! Warte mal! Ach du Scheiße! In der ISU! Sorry! Ich würde gerne sein können, dass ich jetzt die 700er kriege. Ist denn ja. Okay, warum sind wir so lassen? Aha. Wie lange noch? Wie viel mumpeln? Scheiße, ich bin offen. Mumpeln hast du Position? Ja, ich schieß gerade auf die IS-3 da. Da, gekettet. Da geht es nicht. Nee. So, ich bin leer. Heavies! Was ist los? Okay, lad nach. Alter, Müll, der. Alter, das ist GG. Hätte es gewonnen. Wenn sie zu mir wollen, müssen sie von euch kriegen. Ja. Was soll. Warte mal. So. Ich komme da aber schlecht an etwas ran. Ja, da muss ich ein bisschen hochpulsen. Ich muss jetzt nochmal raus. Alter. Ne. Was ist das hier? Oh, er hat wirklich. Okay, ja. Gut. Pass auf, der 32er, da komme ich gerade nicht dran. Ja, bin ich drauf. Oh, da hat jemand Party. Ja, alles klar. Mein Commander ist tot. Alles klar, ich bin Reload. Alles gut, wir haben noch über 2 Minuten Zeit. Alles gut. Wie lange. Du musst Reload immer wieder anfangen, wie lange du reloadest. Mach ich schon, kein Stress. Hoch mal zur Ruhe, dann wirst du besser schützen, das Ding. Hab aber auch, ne? Ach du Scheiße. Alter, der M, der steht hinterm Haus. Er hat auf jeden Fall was hier. Okay. Ja. Das war's. Das heißt eigentlich, dass wir die Ruhe haben. Ja, hat ja Spaß gemacht. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag. Bis die Tage mal wieder. Ich muss jo, alles klar. Bitte. Okay, tschüss. Ciao. Ich habe mal eine kurze Frage an die mit mir Heavys gefahren sind. Der Tiger 2 hier. Ich bin ja den Dark hochgezogen und hab 3 von denen gebunden. Ich hatte eigentlich gedacht, würde ich die dann rausnehmen oder waren die nicht in Sichtlinie? Also Azeroth. Okay, darauf hätte ich natürlich nicht geachtet. Dann habe ich wahrscheinlich als Einziger da umgekämpft und dann war das unsinnig. Alles klar. Na gut, Jungs, fahrt ihr mal weiter. Ich verdünnisiere mich mal. Ja, ich bin auch mal raus. Danke, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Na gut, danke. Guck was raus. Ich hätte noch einen. Disconnected.
Channel switched.